gegrüßt, liebe Zuschauer, für Odyssey im Auftrag des Königs. Wir befinden uns auf der Insel Korus und wir haben für Valandré, die ich jetzt beklauen will. Hoffentlich klappt das auch. Jawohl, Cloud. Ihr geholfen, wieder zurück zum Steinkreis zu finden, dem Leuchtturmwärter Thaddäus die Orks vom Halse gehalten. Und apropos Orks, es ist noch auch jede Menge auf dieser Insel zu erledigen, wie zum Beispiel die Orks vernichten. Wie kann es anders sein? Da steht auch im Logbuch Orks auf Korus und Proviantaufnahme. Da müssen wir irgendwie zu so einem kleinen Inselchen hin, so einer Halbinsel, die mit einer Brücke verbunden ist. Während ich mit Dandolo hier mitten in der Nacht, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ja, 3.16 Uhr, mitten in der Nacht, hier noch die Kräuterchen und die anderen nahrhaften Produkte aufsammle, melde ich mich wieder bei schönen anderen Szenen. Hoffe ich doch, dass die schön sind. Jo. Gehen wir erstmal weiter sammeln. Wölfe kreuzten unseren Weg. Aber das hat ja Dandolo auch wunderbar wieder gepackt, obwohl ich ein bisschen mitgeholfen habe. Und auf dem Weg hier sehe ich plötzlich ganz viele Fackeln leuchten. Was könnte da wohl sich dahinter verbergen? Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist mein Dings weg, meine Fackel weg. Aber es ist schon hell genug. Es graute dem Morgen. Und hoffentlich bekommen wir hier nicht noch das Grauen. Ah, hier geht es wieder einen Weg runter. Was ist denn da? Das frage ich mich. Das fragt sich Dandolo wahrscheinlich auch. Vielleicht führt dieser Weg nach unten. Ja, der führt nach unten. Oh, und wir hören Goblins da unten. Blutfliegen gibt es. Auweia. Und das am Morgengrauen. Oh. Bist du noch da? Er ist noch da. Ich soll ja nicht hüpfen. Aber trotzdem. Ah, ich wünsche mir, dass es bei Dandolo eine Option gibt, die da heißt, warte hier. Hallo. Warte mal. Warte mal ist gut. Warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Gar nicht. Ach, Leuchtturm. Oh, mhm. Das ist interessant. Man kann also jetzt zum Leuchtturm auch als Treffpunkt anklicken. Das ist gut. Okay, trotzdem weiter verfolgen. Das ist ja, das ist gut, das ist gut. Also dann braucht man nicht unbedingt sagen, hier warte auf mich an der Stelle, wo er dann... Wo ich ihm das sage, ja, super geil. Dandolo macht das. So, Dandolo. Bitte offensiv kämpfen. Danke. Schön. So, was verbirgt sich denn hier noch? Was ist das? Schon wieder so ein Mistvieh. Ach, du liebes Bisschen, schon wieder so ein Holzwurm, hätte ich beinahe gesagt. Mal ganz schnell abspeichern. Und macht auch den Waldgolem kaputt. Schon wieder so ein... Gut, okay, das werde ich dann mal kürzen. Nicht, dass es so wäre, dass ich Dandolo alles alleine machen lassen würde. Ich mache auch mal mit. Geht das Ganze auch ein bisschen fixer. Ein bisschen im Abwechslungsbereich. Aufpassen, dass Dandolo von dem Waldgolem nicht wieder über die Klippen gekickt wird, wie wir es ja schon hatten. War knapp. Jawohl. Zusammen geht es besser.
Ja, danke, Dandolo. Dann werden wir mal wieder die Rüstung umziehen. Ich habe ja vorher noch eine Rüstung, die Golem-Rüstung angezogen, damit, falls mich der Waldgolem treffen sollte, ich nicht gleich sofort 100% Schaden bekomme. Ja, was haben wir denn da hinten? Da sind noch ein paar Wölfis, Wolfgangs. Komm, Dandolo, mach du mal die Wölfe, ich pflücke. Dandolo wölft, ich pflücke. So, gucken wir mal, was wir hier so alles haben. Oh, ist nicht viel zu finden hier in dem Bereich. Gut, aber alles im Morgengrauen stattfinden hier. Oh, was ist denn das für ein komischer Steinhaufen? Le Steinhaufen. Mhm. Warum ist der hier? Das eine spezielle Bewandtnis? Ja, irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil der Golem da stand. Das kann nämlich auch sein. Okay, kommen wir hier irgendwie noch weiter? Dandolo, bitte folgen. Kommen wir wieder hoch. Aber ich wollte ja runter zu diesen vielen Fackeln, die wir in der Dämmerung gesehen haben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Das würde dann rechts rumgehen. Ist hier noch was Wichtiges, was versteckt worden ist? Irgendwie nicht. Dandolo? Ja, noch da. Ich habe immer Angst, dass er abhaut. Und da hinten ist ja die Halbinsel. Also die Chorusstadt, wo wir dann Proviant aufsammeln müssen. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal hier diesen Bereich erkunden und von bösen Viechern, die da hinten schon sind, befreien. Ach, hier gibt es ein paar Blutfliegelches. Schafe und Blutfliegen so dicht beieinander. Na. Das mal nicht. Los, komm. Perfekt. Oh. Gut, okay. Mach ich mal ein bisschen mit. Wunderbar. Dandolo, da sind noch mehr. Schon wieder so ein Mistvieh. Genau. Schafswolle. Mir fällt nur eins ein. Schafswolle. Na, Schaf. Bock. Ach, haben wir wieder so einen unsichtbaren Bock. Okay, kann passieren. Eine schwebende Heilwurzel. Ah, machen wir doch den Abstecher zu den Feldräumern, würde ich sagen. Dandolo? Nee, da sind Orks. Oh! Okay, Stufe gestiegen, auch schön. Aber hoffentlich werde ich nicht eine Stufe nach unten gehen. Kruschbach. Das waren drei Stück, ne? Okay, sozusagen. Hm? Oh, Leute, ist das übelst hier mit den Orks. Ich dachte, das wären Feldräuber. Ach da. Rote Feldräuber. Ich meinte, die wären zuerst am Leben gewesen. Das wundert mich jetzt. Dann haben die Orks den für mich erledigt. Nicht gut. Bin ich nicht gut? Überhaupt nicht gut. Da sind wieder bestimmt ein paar Lernpunkte draufgegangen. So, bevor wir hier über diese... Riecht da Bier? Nee, Wacholder. Wieso ist denn hier so viel Wacholder am rumstehen? Ja, gehen wir später darüber. Wollen wir uns erstmal hier die Hütten gucken, die es da irgendwo gab. Ja, komm.
war irgendwie hier hinter diesem Felsenplateau. Sollte es sein. Das haben wir ja von oben gesehen. Mandolo ist weiter dabei. Sehr guter Teamplayer, würde ich mal sagen. Irgendwo hier. Was ist denn das, ein Kreisel? Ah, nee, hier geht's wieder runter. Hey, was ist denn da los? Ja, Goblins, Mole Rats. Wo geht's denn hier hin? Übelst, da geht's ganz tief nach unten. Dandolo, wollen wir mal darüber? Hier gibt's ganz viel Zeug und Mistviecher. Mach mal. Und hier gibt's einen Wolf. Super. Läuft. Super. Mustert. Lass mich mal da ran. Ich muss die Blutfliege häuten. Nee, Quatsch, nicht häuten. Und entflügeln. Nicht zu holen. Nicht zu holen? Mal zu den, bei den Wölfen werden wir mal später hingehen. Ach ja. Mole Rat. Oh, ich bin ziemlich nah dran. Okay, der eine macht das, der andere macht das. Hey, oh, pass auf. Ja, danke, dass du mich gewarnt hast, dass ich aufpassen soll. Entschuldige bitte. Dafür war ich zu langsam an der Stelle. Oh, hier gibt es auch einen schönen Tümpel. So, Dandolo, da hinten haben wir doch noch ein paar Skevies gesehen. Beziehungsweise einen. Ah, schöne Nummer. Ah, bist noch da. Treuer Gefährte, Dandolo. Oh, ein paar Ratten. Oh, lass mich doch... Lass mir einen über, danke. Oh, ein Wölfchen. Ich denke immer, hier diese Blumen werden auch noch irgendwelche Kräuter. Oh, du hast eine geile Armbrust, Dandolo. Wie so viel bewirkt. Ich habe auch eine schöne Armbrust, aber die kann ich noch nicht anziehen. So, rüber hier. Junger war. Da ist nicht zu holen. Okay. Weiter geht's. Dann haben wir den Bereich auch mal so gröblichst gesäubert. So, wo waren das jetzt mit den Hütten? Hier liegt rum. Hier liegt ein kleiner Lederbeutel rum. Hier steht eine Waldmeuchel. Jetzt haben wir doch irgendwo... wieder unheimlich viel Gezücht und Getier. Wasser. Waldbeere am Wasserplatz. Oh, Dandolo. Jawohl. Na los. Perfekt. Oh. Ich glaub's ja nicht, der hier. Ein Mistvieh weniger. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei den starken Wölfen und bei dem jungen Warg. Und dann haben wir noch die Groks gesehen, weil ich hatte nicht abgespeichert. Gucken, die müssten dann hier noch unaufgelesen da sein. Ach ja, da hinten waren sie. Aber
bevor einige ja Spiel schon kennen, sagen, mein Gott, da hinten ist doch noch so ein lustig Turm. Da habe ich nämlich was gesehen und wir haben da ein paar übel Gestalten da zu sehen. Na? Dolo, komm her. Pass auf, da oben. Das müssen wir mal untersuchen da. Das müssen wir hier untersuchen. Worum geht's? Handelt es sich denn hier? Eine kleine Ruine. Aha. Aha. Was ist denn hier los? Trauergemeinde? Harald? Und wer liegt hier rum? Was sind denn das für Peoples? Valine und Tom. Nanu, ein Waffenknecht des Königs? Hier auf Chorus? Wo kommst du denn auf einmal her? Hallo, ich heiße Roland und bin Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros. Wir wollen hier Proviant aufnehmen. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ich bin Tom und sowas wie der Ortsvorsteher hier auf Chorus. Sei willkommen. Danke. Bei wem kann ich Wasser und Proviant für unser Schiff bekommen? Bei dem Händler Martis, der bei uns ist. Aber solange unser Dorf von den Orks besetzt ist, wird er dir wohl nichts geben können. Doch viel haben wir nicht. Wir leben von der Fischerei und der Landwirtschaft. Und auf unsere Jäger bist du sicher schon gestoßen. Tja, ich hoffe natürlich, dass ihr uns gegen die Orks helfen könnt. Oder zumindest Hilfe aus Korana holt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Was ist zurzeit euer größtes Problem? Das kann ich dir sagen. Die Orks senden ständig ihre Patrouillen aus, um uns zu finden. Es gibt zwei Gruppen. Die größere hält sich unten am Strand auf. Diese ist aber für uns weniger gefährlich. Die andere, kleinere aber, kommt direkt aus dem Dorf und hält sich oft hier in der Nähe auf. Wenn die uns entdecken sollten, tja, am besten denkt man gar nicht darüber nach. Ja, am besten man denkt nicht drüber nach. Du hast ja gut reden. Wenn ich drüber nachdenke, dann werden wir alle sterben. Na wunderbar. Ich kann mich ja um die Ork-Patrouillen kümmern. Also wenn du das machen könntest, dann würden wir uns hier schon bedeutend sicherer fühlen. Ich kann dir allerdings hierfür nicht viel geben, da wir unseren ganzen Besitz zurücklassen mussten. Doch, du hast mir schon was gegeben. Dann werden wir uns mal hier um die anderen kümmern, zum Beispiel Colvin. Du siehst so deprimiert aus. Kann ich etwas für dich tun? Warum nicht? Du kannst mir tatsächlich helfen. Ich habe draußen vor dem Dorf eine kleine Höhle im Wald, in der ich meine wichtigsten Besitztümer verstecke. Aber als ich vor einigen Tagen eine Flasche Wein holen wollte, griff mich eine Horde Goblins an. Es ist nicht so, dass ich mich nicht wegen der Goblins trauen würde. Aber wo jetzt noch die Orks da sind? Ja, schon gut. Und was soll ich jetzt in der Höhle? Nun, wenn du schon mal dort bist, kannst du mir ja meine restlichen Flaschen Wein mitbringen, die da noch sind. Ist wohl noch ein Dutzend. Hier hast du den Truhenschlüssel. Was? Ich soll dir Wein bringen, damit du dich betrinken kannst? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Was heißt hier betrinken? Ich brauche nur einen kleinen Nerventrank, das ist alles. Solange diese Orks da sind, kann ich nicht mehr in Ruhe schlafen. Das musst du doch verstehen. Also, wie sieht es aus? Ja. Na, von mir aus. Ich bringe dir deinen Nerventrank. Schön. Die Höhle wirst du in der Nähe des Jägerlagers finden. Oder wenn du vom Leuchtturm aus nach unten gehst. Ganz leicht zu finden. Ach, dann war es das Jägerlager, was wir da in der Nacht gesehen haben. So sieht das so aus. Sehr schön. Ja, meh. So, du bist noch da, Dandolo. Mal gucken, was Harald zu erzählen hat. Hallo, ich heiße Roland. Hallo, ich heiße Roland und komme von... Hallo, ich bin Harald. Verzeih mir, ich bin total platt. Ich hätte nicht gedacht, dass doch nochmal Hilfe kommt. Wir hatten zwar Vikas vor einer Woche zur anderen Seite der Insel geschickt, damit er mit einem Boot nach Korana segelt. Aber dass er es tatsächlich geschafft hat, das ist einfach... Also mir fehlen glatt die Worte. Vikas? Wer ist das? Na, einer von uns. Oder hat dich Vikas nicht hierher geschickt? Du kommst doch aus Korana, oder? Nein, tut mir leid. Ich bin ein Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros, das aus Myrtana kommt. Aus Myrtana? So. Ist auch egal. Hauptsache, ihr bringt uns Hilfe.
Die Orks halten unser Dorf besetzt. Aber Vikas, was ist mit ihm? Tja, dann hat sie ihn wohl doch erwischt. Das weiß ich nicht. Erzähl mir was über die Orkflotte. Über die Orkflotte? Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Vor einer Woche ist sie hier vor unserer Küste aufgetaucht. An die 20 Schiffe waren es. Nachdem sie eine Besatzungstruppe an Land gesetzt hatten, ist sie sogleich weitergesegelt. Tja, und seitdem ist sie nicht mehr aufgetaucht. Aber ich traue dem Frieden nicht. Irgendwann müssen sie die Leute doch wieder abholen, oder nicht? Keine Ahnung. Wer weiß, welche Pläne die Orks haben. Sag mir lieber, in welche Richtung die Flotte verschwunden ist. In welche Richtung? Warte mal. Ja, in Richtung Korinnes ist sie gesegelt. Zumindest solange ich sie sehen konnte. Aha, dieses Korana scheint wahrscheinlich die Halbinsel da hinten zu sein. Speichern wir mal ab. Jo. Auch ihn haben wir mal. Ja, wer ist denn der andere hier? Wieso wird er nicht angezeigt? Doch, da war was. Martis. Ui, Martis. Moment mal, Rezeptbirnenkompott. Ach, so einfach kommt man an Rezepte. Dünne Brotsuppe, kräftiger Eintopf. Rezept Karottensuppe. Rezept für eine kräftige Karottensuppe. Boah, schön. Und die sind alle wertvoll, die Rezepte. Was ist das? Helm eines Waffenknechtes. Helm eines Waffenknechtes. Sieht aus wie so ein Wüstenhelm. Schutz vor Feuer, Waffen und Pfeilen. Wert 1100. Leute, ist das irre. Das ist doch schön. Wollen wir mal gleich mal gucken, ob wir den Helm anziehen können. Wo ist der Helm? Wahrscheinlich bei den Klamotten. Also hier ist unser Helm. Und der Helm eines Waffenknechtes, was so aussieht wie ein UFO oder ihn hier. Den habe ich jetzt aufgezogen. Dann ist er hier hingesprungen. Jawohl. Und unser Alte, ja, der bringt nicht viel. Also, das sieht ja komisch aus. Tom hatten wir. Dann gehen wir mal auf Valine. Hallo, ich bin Roland. Innos sei Dank, dass er uns einen Helfer gesandt hat. Willkommen, Soldat. Ich bin Valine, die Ehefrau von Tom. Aha. Dann wollen wir erstmal deinen Geldbeutel holen. Kannst du mir etwas über die Orks im Dorf erzählen? Nun, viel kann ich dir nicht berichten, da wir sehr schnell fliehen mussten. Ich kann dir nur sagen, dass es über 20 sind und ihr Anführer ein Schamane ist. Vor ihm solltest du dich unbedingt in Acht nehmen. Ah, ja. Doch, wo du gerade hier bist, würde ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Was soll ich für dich tun? Ich habe seit Tagen schon Fieber und kann nichts dagegen machen. Das ist schlimm. Doch wie kann ich dir helfen? In der Nähe vom Leuchtturm litt in einem Zelt eine Frau, die sich mit allerlei Kräutern auskennt. Ja. Sie kennt einen guten Trank gegen das Fieber. Ich bitte dich daher, mir einen zu bringen. Gut, ich werde mal bei der Kräuterfrau vorbeischauen. Kräuterfrau. Also der Hut, sorry, aber ich finde, der ist mir zu modern. Der passt irgendwie nicht. Petra, hallo. Hallo, mein Name ist Roland. Endlich hat uns Innos einen Retter gesandt. Ich bin Petra, die Frau von Martis. Wie bist du denn hierher gekommen? Ich gehöre zu dem königlichen Kriegsschiff Albatros, das draußen im Meer ankert. Wir wollten hier Proviant aufnehmen. Da fragst du am besten meinen Mann. Aber ihr werdet uns doch helfen, oder? Nun, ich... Ja, wie denn das? Der liegt doch da. Du siehst so traurig aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist so furchtbar. Mein Sohn ist verschwunden. Dein Sohn? Wieso? Was ist geschehen? Ach, frage besser Martis. Ich möchte nicht darüber sprechen, dass mir sonst das Herz bricht. Wenn ich zumindest in unsere kleine Kapelle könnte, um zu Innos zu beten. Aber auch das geht leider nicht. Verstehe. Jetzt, wo die Orks da sind, kannst du die Kapelle nicht mehr besuchen. So ist es.
Wenn ich doch wenigstens das heilige Buch hätte, worin ich immer gerne gelesen habe. Das könnte mir zumindest etwas Trost geben. Aber das liegt leider noch in der Kapelle. Ja, das ist ein Fall für Roland. Elena. Gucken wir mal Elena an, was die für eine lustige Quest hat. Es wäre ein Kinderspiel. Ja, schön. Immer den Mädels unter den Rock zu fassen, um an die Kohle zu kommen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, mein Name ist Elena. Was machst du hier an diesem Ort? Ich habe mich mit den anderen hier vor den Orks versteckt. Ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst. Und wie fühlst du dich? Ja, wie fühlt sie sich denn wohl? Ängstlich. Und? Wie fühlst du dich? Ich habe Angst, ganz große Angst. Ich kann nicht mehr lachen, nicht mehr tanzen und nicht mehr meine Lieblingsblumen pflücken. Es ist alles so furchtbar. Ich will gar nicht daran denken. Elena, was ein geiler Charakter. Sie hat ja Angst. Sie braucht einen Beschützer. Ja, Mortis ist ja hin, ne? Also da verstehe ich nicht, warum mich. Das ist doch hier. Ja, Martis. Oh, Moment mal. Hat sie nicht Mortis gesagt? Gucken wir mal eben. Medizin für Valine. Tom hat Fieber. Bup, bup, bup. Das heilige Buch. Die Frau von Martis. Ja. Ja. Okay. Aber wieso weiß die nicht, die Frau von Martis, dass ihr Martis hier da niederliegt? Ja. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Schneller Hering. Noch einen schnellen Hering. Oh, ein paar Pfeile. Spinnweben. Überall. Eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Drei Fackeln, 32 Gold, ein Schwert und ein Kurzschwert der Miliz. Ja. Ein bisschen Flavor-Deko in der Truhe drin. Ja. Ist eine Lücke drin, aber hier ist nichts zu finden. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Und dann Dolo ist weg. Nein, hier ist er. Komm her. Jo, Colvin, ne? Jo, klar. Hihihi. Sehr, sehr lustig. Ich finde, wir gehen mal zu der Kräuterfrau. In diese Richtung hier wird das wohl sein. Ein bisschen Kräuterkram. Dann du. Ui. Das könnten die Jäger sein. Du, Dandolo, wir machen mal hier wieder ein paar Wölfe platt. Super. Läuft. Mal gucken wir uns mal hier die Peoples an. Ach, schön gestaltet finde ich das. Doch, gut, 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 gut. Mal gucken wir. Was machst du denn da? Warte mal. Riefly? Das ist wirklich. Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme von dem Kriegsschiff Albatros. Hallo, ich bin Rafty. Schön, dass uns endlich jemand zu Hilfe kommt. Hier auf Korus gibt es mittlerweile mehr Orks als Menschen. Rafty heißt er, gut. Kann ich was von dir lernen, Rafty? Kann ich von dir etwas lernen? Wenn du jemanden suchst, der dir beibringt, mit dem Schwert umzugehen oder deine Muskeln zu stärken, dann bist du bei mir schon richtig. Sehr gut. Aber ob ich einem Waffenknecht des Königs noch was beibringen kann? Tja, mal sehen. Okay, was kann er denn bringen? Kannst du Umgang mit zwei Händen zeigen? Bring mir bei, besser bei, mit dem Schwert umgehen kann. Das ist sozusagen. Bring mir bei, wie ich besser mit dem Schwert umgehen kann. Ja, Einhandwaffen. Gut, alles klar. Hilf mir stärker zu werden. Ah, er kann sogar Stärke unterrichten. Wie teuer ist er denn? Hilf mir stärker zu werden. Auch teuer. Alles klar. Da muss ich später mal gucken. Ah, es wäre gewagt. Soll ich es denn wagen? Warte mal. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Wagen wir es mal einfach. Ah, klappt sie doch. Hilft mir schnell. Okay. Das hat ja dann geklappt. Was gibt's denn hier? Eine Pfanne, ein Gerbbaum, ein Wacholder. Sag mir nicht, du hast noch nicht ein Wacholder. Na. Steht auch nicht auf das schöne Getränk, dann Dolo. Nasse Tierhaut trocknen, nasse Tierhaut, scharfes Messer. Ein paar Pfeile, ein Holzbecher.
Hey! Wer bist du? Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros, mit dem Auftrag, hier Proviant aufzunehmen. Mein Name ist Loga. Proviant könntet ihr normalerweise im Dorf bekommen, doch da sitzen jetzt die Orks. Die haben die ganze Insel unterworfen. Die Dorfbewohner mussten fliehen, nur uns hat man bisher noch nicht behelligt. Und was machst du sonst so? Nun, wenn ich nicht gerade am Lagerfeuer sitze, gehe ich auf die Jagd. Dafür versorgen uns die Bewohner mit Lebensmitteln. Aber das ist jetzt sehr schwierig geworden. Aha. Und er kann mir was über die Jagd? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Na klar. Ich kann dir beibringen, wie man mit dem Bogen umgeht. Außerdem kann ich dir helfen, dein Geschick zu verbessern. Für 20 Fleischkeulen könnte ich dir was beibringen. 20 Fleischkeulen, dann werden wir ihn so, mal bringen. So, hier ist dein Fleisch. Ich danke dir. Seitdem die Orks hier sind, können wir leider nicht mehr so oft jagen gehen. Das wäre natürlich gewagt, ihn auch noch mal zu beklauen. Was ich hiermit machen möchte... Na, warte, du dreckiger Dieb. Die Anwendung von Magie ist bei manchen starken Gegnern eine große Hilfe. Vor allem in späteren Kapiteln ist sie sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Ja, dann Loga, nochmal gucken. Zeig mir besser, wie ich mit dem Bogen umgehen kann. Mich interessieren natürlich die Lernkosten. Ja, okay. Gut zu wissen. Und da steht noch ein Wasser rum. Hier ist ein schwerer Ass. Und Henry. Hallo, ich heiße Roland und bin... Na, das sieht doch ein Blinder, ein Soldat des Königs. Heisa Juche. Also, normalerweise bin ich kein großer Freund von euch Soldaten, aber heute könnte ich dich vor Freude glatt in die Arme nehmen. Lieber nicht. Sag mir lieber, was hier los ist. Was los ist? Überall wimmelt es von Orks und ihren schwarzen Hunden. Das ist los, Mann. Ihr seid doch zu unserer Hilfe gekommen, oder? Mann. Wie? Ja, ja, natürlich. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Doch sage mir erstmal, wer du bist. Ich bin Henry. Ich bin hier für die Versorgung verantwortlich. Dazu gehört auch dafür zu sorgen, dass das Dorf mit Holz versorgt wird. Aber das kann man jetzt, wo die Orks das Dorf besetzt halten, erstmal vergessen. Doch wenn du genug Kleingeld hast, Soldat, dann kann ich dir auch ein paar nützliche Dinge für die Jagd verkaufen. Ja, und was? Kannst du mir etwas verkaufen? Dann schau mal, was ich habe. Ja, schöne Sachen. Grobes Breitschwert. Sonst noch was Außergewöhnliches? Ein Gürtel der Abwehr und ein Teleport zum Jägerlager auf Chorus. Nehmen wir. Auf jeden Fall. Hier noch mit ein paar Pfeilfedern drin. Das ist sehr schön. Wo könnte ich denn... Kannst du mir sagen, wo ich Proviant für unser Schiff herbekomme? Na, bei unserem Kaufmann Martis. Den wirst du aber im Dorf nicht mehr finden. Der ist mit den anderen Bewohnern zu der alten Turmruine geflohen. Die liegt nicht weit von hier. Geh in Richtung Dorf. Ein gutes Stück vor der Brücke liegt sie auf der rechten Seite. Aber sei vorsichtig, ist nicht ungefährlich. Danke, ich pass schon auf. Jetzt erzähl mir noch was über die Orks. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Die kamen mit einer großen Flotte nach Kurs und griffen sogleich das Dorf an. Wir Jäger haben alles von Weitem mit angesehen. Auch wie Martis und die anderen geflüchtet sind. Irgendwann ist die Flotte dann weitergesegelt. Wir dachten erst, dass die Orks nur zum Plündern kämen und jetzt fort wären und wollten daher nachsehen. Was glaubst du aber, was wir für einen Schreck bekamen, als noch eine ganze Menge von den Kerlen da war? Mit Mühe und Not konnten wir denen gerade so entkommen. Ihnen und ihren verdammten Warkunden. Schlimme Biester sind das, sag ich dir. Und bevor wir hier noch weiter überziehen, verabschiede ich mich für diese Folge aus dem Jägerlager mit der Frage, warum sprechen alle von Martis, obwohl er da oben, da hinten, tot in der Ecke rumliegt? Gib mir einen Daumen, schreib einen Kommentar dazu und ich verabschiede und sage Tschüss.